Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein neues Haartool und ich möchte euch zeigen, wie ich versuche, dieses Jahr weniger Hitze zu verwenden. Ich habe das Video New Year, New Me genannt und es ist entstanden in Kooperation mit Wish. So, und zwar habe ich mir einen Heißluftföhn bestellt mit verschiedenen Aufsätzen, weil ich dieses Jahr versuchen möchte, meine Haare weniger zu glätten und einfach schon beim Föhnen so glatt zu bekommen, dass ich sie gar nicht glätten muss. Und das möchte ich heute zeigen. Ich teile meine Haare jetzt ab mit einem ganz einfachen Pin und versuche dann Reihe für Reihe die Haare mit dieser Rundbürste trocken zu föhnen. Das Einfache daran ist, dass man nicht eine Rundbürste und einen Föhn in der Hand haben muss. Man braucht nur ein Instrument und genau. Hier seht ihr schon, wie ich vorgehe. Ich föhne meine Haare und zwar rolle ich sie auf die Rundbürste und föhne sie dann einmal nach innen und dann nach außen, sodass von jeder Seite auch Luft an die Haare rankommt und sie relativ schnell trocknen. Man könnte auch eine rotierende Rundbürste nehmen, aber ich habe mit Absicht keine genommen, damit ich das selbst in der Hand habe, wie rund ich meine Haare föhne, weil ich es auch an verschiedenen Stellen verschieden rund haben möchte und da teilweise auch nur durchziehe, anstatt aufzuwickeln. Wenn ihr Volumen in eure Haare föhnen wollt, dann empfehle ich euch, sie am Ansatz sowohl nach außen als auch nach innen auf die Rundbürste aufzurollen. Einfach, dass am Ansatz richtig viel Volumen rein ist. Und in den Längen könnt ihr es dann einfach nur rausziehen. Müsst auch gar nicht mehr arg einrollen, damit die nicht vorne an den Spitzen noch rund werden, weil da wollt ihr, dass die schön fallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann wisst ihr ja, könnt ihr mir immer unten einen Kommentar da lassen oder ihr schreibt mir auf Instagram, da heiße ich ja auch Sally Rasa. Und ich freue mich natürlich auch immer über euer Feedback. Ich werde euch ganz am Ende noch die anderen Aufsätze zeigen. Es waren ja insgesamt 10 dabei, die kann man einfach auf dieses Haartool aufstecken und die funktionieren alle gleich mit heißer Luft. Es gibt welche zum Glätten, es gibt welche zum Locken machen, es gibt auch welche für Naturlocken, das werdet ihr gleich dann noch sehen. Wenn ihr natürlich von Natur aus glatte Haare habt, dann dauert es bei euch natürlich nicht so lange. Das geht dann rucki zucki. Ihr könnt damit aber auch sehr, sehr gut Volumen reinföhnen. Bei mir mit meinen Naturlocken dauert es jetzt halt alles ein bisschen länger. Aber lieber arbeite ich nur mit warmer Luft, anstatt mit dem Glätteisen, weil das einfach meine Haare schont und ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, meine Haare irgendwie zu schonen. Da ich ja immer noch blond sein möchte, muss ich das halt dadurch machen, dass ich ein bisschen die Hitze reduziere. Übrigens habe ich nicht nur dieses Haartool von Wish, sondern mein Lichtervorhang, den habe ich euch ja schon mal gezeigt. Der Schminktisch im Hintergrund, sogar meine magnetischen Wimpern sind von Wish und ich werde euch alle Produkte unten noch verlinken. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie ich die Haare von beiden Seiten glatt föhne. Ich ziehe sie praktisch am Ansatz nach oben, damit da Volumen reinkommt und rolle sie ein bisschen in beide Richtungen auf und ziehe dann einfach glatt durch. Dann kämme ich nochmal oben drüber zum Gucken, dass auch alles wirklich trocken ist. Bringe es noch ein bisschen in Form. Und weil ihr euch das gewünscht habt, zeige ich euch heute auch komplett, wie ich meine Haare hinten glatt föhne. Und zwar mache ich das so halb blind, also ich habe jetzt keinen Spiegel, wo ich reingucken kann, damit ich mich von hinten sehe. Aber es wird trotzdem immer ganz gut. So, da rolle ich es auch auf. Das sind ja relativ wenig Haare, weil ich einen Undercut habe und dadurch muss ich gucken, dass ich da relativ viel Volumen reinmache. Deshalb rolle ich die Rundbürste direkt am Ansatz nach oben und gehe da auch strähnchenweise vor. Dadurch, dass es relativ wenige Haare sind, unterteile ich das einfach mit meinen Fingern und benutze da hinten auch überhaupt gar keinen Haarclip. Ihr seht jetzt auch, im Gegensatz zu vorne rolle ich hier relativ viel auf. Und ziehe es auch relativ nach oben, einfach, dass ich da einen schönen Hinterkopf hinbekomme. So, jetzt mache ich das einmal in schnellerer Geschwindigkeit, weil ihr jetzt habt ja gesehen, wie ich es mache. So. Sind wir hinten auch schon fertig.
Wascht an der Seite noch ein bisschen. Benutzt ihr auch Rundbürsten? Habt ihr Stylingbürsten? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Beziehungsweise auch, was ihr euch wünscht für Videos mit gerade diesem Haartool und mit den verschiedenen Aufsätzen. Man kann es übrigens auf stark und leicht einstellen und ich habe meine Haare jetzt auf leichter Stufe geföhnt. Und bin auch zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist relativ glatt geworden. Natürlich nicht so glatt wie mit dem Glätteisen, aber ich bin ganz zufrieden. So gefällt mir es ganz gut. Jetzt style ich sie noch ein bisschen hin. Und dann zeige ich es euch jetzt gleich auch noch rundum. Und zwar sieht es so aus. Sagt mal, wie ihr es findet. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert gerne auch meinen Kanal. Ich freue mich, dass ihr hier wart und hoffe, dass ihr bis nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es euch interessiert, was noch alles dabei war, dann bleibt jetzt dran, weil ich euch jetzt noch das komplette Haartool-Set zeige mit den 10 Sachen drin. Es gibt übrigens diesen Knopf hier, da drückt man einfach drauf und dann kann man einfach die Aufsätze wechseln. So, und so sieht das Ganze aus. Hairstyler Full Cam mit 10 verschiedenen Aufsätzen. Jetzt mache ich es mal auf. Und da seht ihr es schon. Also es ist wirklich für jeden Haartyp was dabei, ob ihr lange Haare, kurze Haare, Locken oder glatte Haare habt. Damit will ich auf jeden Fall auch mal ein Video machen, wo ich meinen Naturlocken style. Hier gibt es so einen Heißluftlockenstab, das finde ich auch voll die coole Alternative. Eine kleine Rundbürste, eine Art Kamm, die große Rundbürste, die ich jetzt benutzt habe mit den kurzen Borsten und jetzt gibt es noch eine, die ist ein bisschen schmaler mit ganz langen Borsten. Dann gibt es eine normale Bürste. Diesen Heißluftglätter. Bin ich auch ganz gespannt, ob das funktioniert und wie es funktioniert. Dann diesen normalen Föhnaufsatz. Ich kenne die ganzen Fachbegriffe nicht. Und hier noch so ein schmaler Aufsatz. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.